Na ihr? Ich habe gerade hart an einem Spiel gezockt und möchte jetzt so ein bisschen runterkommen. Das hat eben 3 Stunden gedauert. Ne, das von der letzten Minigames-Folge. Jetzt möchte ich nochmal so ein kleines Ding runterkommen. Der Himmel hat sich wieder beruhigt. Es wurde eben nochmal ein bisschen von gelb zu rot und jetzt ist es wieder dunkelblau und jetzt geht die Sonne langsam unter. Ich habe schon mal mein gemütliches Licht angemacht. Jetzt habe ich ein Spiel, das heißt Prey. Das Mikro ist leise. Hallo. Also ich muss schon echt nah ran, damit das vernünftig zu verstehen ist. Aber dann stelle ich es halt nachher ein bisschen lauter, ne? Warte mal, ich drehe mal ein bisschen am Pegel. Nicht viel. Ja, der lässt sich gerade nicht gut bearbeiten, aber ich denke mal... es hat ein bisschen was gebracht. Naja, ist ja auch nur wurscht. Ich habe ein Spiel, das heißt Prey, wie Beute, nicht wie Beten. Ich drücke da jetzt mal drauf. Prey, Ah, doch, das, ich erinnere mich. Ja, legen Sie eine CD-DVD ein. Das ist dieses komische das ist so ein Ballerspiel, da bist du, genau, ich erinnere mich. Da bist du ein Indianer, der von Aliens aufgesogen wird in ihr Schiff und da sind die Menschen, die zerschnetzelt werden und ganz ekelhaftes und sehr merkwürdiges Spiel. Lösche ich direkt. Ich wüsste auch gar nicht, wo sich das bei mir gerade befindet. Rondo Media, Trauma, Expedition ins Unterbewusstsein. Forgotten Dreams hieß das im Original. Zack. Rondo Media, da sind wir. GFI. Schick, so ein Ding habe ich auch bei mir im Schlafzimmer. Also nicht nur eins. Spielen. Ja, erstmal halt leicht. Hallo Abspielgerät. Was? Wer nennt sich hier Abspielgerät? Tsunaki halt. Spielen. Okay. Ja. Neulich rief mich mein Freund Victor an und bat um Hilfe. Er leidet jede Nacht unter Albträumen. Nur ich kann ihm helfen. Boah, das ist ja voll. Schon wieder so ein. Wege dem Aussage Victor. Er wird dem Aussage zu einer Sprechblase, wird, kannst du mit einer Person reden. Sprich mit Menschen, die dir begegnen, sie geben dir Nütze. Ja, okay. Meine Träume bringen dich um den Verstand. Ich sehe darin die verrücktesten Sachen. Das ist immer kleine Mädchen. Ich weiß, dass du in Träume eintauchen und sie verändern kannst. Bitte hilf mir. Darum bitte ich dich. Ich brauche ein paar persönliche Dinge von dir. Nur ein paar Kleinigkeiten. Klar, nimm dir, was du brauchst. Verwende die Tippfunktion, wenn du einmal nicht weiter weißt. Aha. Will ich aber nicht. Ja, ich hab's ja verstanden. Ja, ja. So, Kette. Tippfunktion aufhören, sobald sie wieder aufgeladen ist. Will ich aber nicht. So. Jetzt brauchen wir so eine Skibrille. Da tauchen die nicht. Ah, eine Schlafbrille, natürlich. Oh, der feine Herr, eine Schlafbrille braucht er. Okay, da ist die Schlafbrille. Dann Schlaftabletten. Da nimmst du genug von, dann kannst du auch pennen. Ein Armband und ein Wecker. Das hat so. Ist so ein bisschen geschadet hier. Also, so. Also die Ränder, die sind so hervorgedingst. Das hat einen interessanten Style, den habe ich in einigen Spielen schon gesehen. Das gibt dem Ganzen so eine comichafte Note. So, wo hat der gute Herr denn sein Armband versteckt? Eigentlich wollte ich gerade noch ein bisschen runterkommen und rutsche direkt wieder. Ist das das? Jo. Und rutsche direkt wieder in so ein Nachdenkspiel. Reisen wir also in deinen Traum. Setz die Puzzle da richtig zusammen und das Bild. Oh Gott. Das passt. Das passt. Das sind Kinderpuzzle hier. Aber ich will mich gar nicht beschweren. Ich wollte ja eigentlich auch überhaupt nicht nachdenken heute mehr großartig. Und schon wieder rutsche ich einfach in ein Adventure. So.
nicht doof. Ich sag ja, ich bin jetzt sowieso mit einem halben Kopf nur dabei. Weil ich gar keine Lust habe auf so eine Art Spiel. Darauf war ich jetzt nicht, aber okay. Ja. Ach, da unten ist noch eins. Ich Aufgabe erfüllt. Lädt. Sammle ersten Bild. Ersten Traum Informationen. Das ist wirklich. So einen düsteren Traum habe ich noch nie erlebt. Hallo Mädchen. Vielleicht kann ich ja mit ihr reden. Hallo kleines Mädchen, wärst du so nett? Aha. Das Gefühl, dass wir uns wiedersehen werden. Ich muss jetzt erstmal Informationen sammeln und herausfinden, was hier vor sich geht. Setze das erste Fragment des Traumes zusammen. Und wie gesagt, ich bin eigentlich total auf Abschalten eingestellt und komme wieder in so eins rein. Die Lok, das Blatt, Buch, okay. Hexenhaus von Half-Life, H.P. Lovecraft, ich weiß nicht, wie du solche Bücher liest. Aber das, da ist die Rose zumindest. Was ist das? Pfeifentabak. Ja, können wir da irgendwie in die Pfeife reingucken? Aber da hinten ist Tabak. Ich sage, ich bin überhaupt nicht... Also erwartet heute einfach gar nichts. Hm? Ich sollte ihn vervollständigen. Ach, der Text ist unvollständig. Ich darf jetzt Buchstaben suchen. Na, das ist ja gemütlich. T. Ein W. Ein M. So ein F wie verdammt nochmal. Ja, guck mal, hier sind überall Bücher. Such dir doch eins aus. Unglaublich. Ein Schlüssel hätte ich jetzt erstmal so mitgenommen, aber da ist auch noch ein Buch. Das wird es dann wohl sein. Ein Siegelring. Ach, ein Ring soll das sein. Okay. Da, der da? Ja. Aha. Vor allem, was ist... Was? Buchstabe? Das ist ein Summenzeichen. Ja. Ich hab's ja verstanden. Da ist ein großes F. So, dann fehlt noch dieses Summenzeichen. Geschrieben steht. Stell dir Text im Buch richtig wieder her, indem du das Polygon drehst. Hilf? Ach. Ich dachte jetzt, okay, also grün vielleicht? Vielleicht das grün? Oder das? Rot. Das ist so spannend. Oh. Soll ich das jetzt punktgenau landen? Ach nee, da ist schon wieder die nächste Farbe.
So, gelb. Pink. Oder eher altrosa war das. Grün. Blau. Braun. Grau. Grün. Was träumt die Olle? Oder er halt. Aber sie ja nun mit. A dream within a dream. Take this kiss upon the brow. And in parting from you now, thus much let me avow. You are not wrong who deem that my days have been a dream. Yet it hope. H.P. Lovecraft macht Gedichte, ich dachte, der wäre Gruselautor. Yet, und Science Fiction. If hope has flown away in the night or in the day, in a vision or in none, is it therefore the less gone? All that we see or seem is but a dream within a dream. Interessant. Edgar Poe. Traum von einem Traum. Um ehrlich zu sein, habe ich seine Gedichte nie verstanden. Auch das ist nicht schwer zu verstehen. Wenn ich all dem eine Bedeutung zu schreiben müsste, würde ich sagen, dass Weg das Unterbewusstsein sein Leben für unreal hält. Braucht etwas Zeit, bis ich ein einheitliches... Fährt die Leiter etwa herunter? Super, komme ich vom Dach herunter. Rückwärts laufende Uhren, alte Kalender. Wiegt das Unbewusstsein, gerät außer Kontrolle. Darum kümmern wir uns später, ziehen wir erst einmal weiter. Je mehr Informationen ich sammle, desto eher kann ich Viktor helfen. Ja, das ist so semi-interessant hier, das Spiel, muss ich sagen. Also das ist, ja, es hat was, aber es ist, ja, wie soll ich sagen, es spricht mich jetzt nicht so mega an, wie jetzt zum Beispiel das Werwolf-Spiel. Das war zwar auch relativ einfach gemacht und so und hatte auch hier und da so ein paar Schwächen, aber das hat mich gecatcht, sag ich mal. Das hier nicht. Das catcht mich nicht wirklich. Ich mag die Grafik auch nicht. Die ist mir zu unrealistisch. Ich mag diese Comic-Grafik nicht, diese Papier-Grafik. Wie, was weiß ich, so... Ich erinnere mich dann so in meiner Kindheit an so alte Superhelden hier, Superman oder auch SpongeBob hatte ich damals in dieser Grafik. Das ist halt so... Aber nicht alle Spiele, die ich in meiner Kindheit gespielt habe, fand ich jetzt so unheimlich toll, dass ich sie heute nochmal spielen würde. Deswegen... Weiß immer noch nicht, was es bedeutet. Ein Rückschlag, Bedauern der Vergangenheit, ich muss weitersuchen. Hier ist eine Randbemerkung, zu klein, um sie zu lesen. Ich brauche eine Lupe. Finde die Lupe. War hier nicht eine? Da. Sand in der Sanduhr läuft nach oben und nicht nach unten. Latein etwas über gegen den Strom oder zurück zum Anfang. Okay, Ausweis. Ich versuche mich hier gerade erstmal so ein bisschen umzugucken. In den Kalender sind Tage markiert. Sie scheinen wahllos gekennzeichnet zu sein. Dieses Tor werde ich nicht öffnen können. Ja, aber wie gesagt, das Spiel ist halt so von der Grafik her so überhaupt nicht so, dass es mich... Aber ich sage allgemein das Thema und so die Aufmachung und das die Einleitung. Ich weiß nicht. Also manche Spiele catchen mich und manche catchen mich nicht. Es ist lustig gemacht, aber dieser Grafikstil ist allgemein nicht meins. Und selbst wenn das... Also, auch wenn wir vom Grafikstil mal absehen.
gesagt, catcht mich das nicht. Ja. Die Uhr ist als einzige stehen geblieben und ein Uhrzeiger fehlt. Da ist doch einer. Finde den Uhrzeiger. Da ist einer. Und hier war einer. Interessant, sie ist die einzige, die nicht rückwärts läuft. Ein Aufziehschlüssel. Hatten wir den oben? Ne, das ist ein Kratzer, aber da doch, ich hatte es richtig in Erinnerung. Gleis 8, vielleicht finde ich die anderen Mosaikteile ja da. Der Bahnhof, wenn man eine Richtung verlassen kann. Unsere kleine Freundin muss also hier sein. Mal sehen, was sich hier finden lässt. Jetzt das Fragment des Traums zusammen. 8, 16, 2, 7. Das Mädchen mag immer noch nicht mit mir sprechen. Ich kann nicht zu ihr. Der Automat hat schon bessere Tage gesehen. Es scheinen Teile zu fehlen. Ich brauche Münzen, um Wasser kaufen zu können. Münzen und Knopf. Kann ich das da nicht abreißen oder als Knopf nehmen? Ich habe gar nicht darauf geachtet, was wir jetzt brauchen. Ich sehe nur so Dinge, die mir so ins Auge fallen. Und klicke da drauf. Ah, zum Beispiel so die Feder, die ich jetzt gedacht, weil die da so drauf liegt. Oder der Stadtplan, genau, weil der da so angepinnt ist. Dinge, die hier so nicht, upsala, Münzen, nicht unbedingt hergehören. Ist das eine Münze? Nee. Da ist der Knopf. Sodawasser. Da ist noch ein Knopf. So Dinge, wo ich mich frage, warum? Zu reparieren. Hebel des Ticketautomaten. Jetzt kann ich ein Ticket kaufen. Dazu brauche ich. Bis. Um ein Ticket zu kaufen, brauche ich einen Führerschein. Weil ich selbst fahre. Notizbus sieht die Daten auf dem Ticket vertauscht. Vielleicht kann ich es wieder richten. Die Zeilen auf dem Ticket von links nach rechts absteigend. Tschüss. Ach, so ein Kack wieder. Och Gott. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich sowas nicht liebe. Statt es mir leicht zu machen, weißt du? Okay. Ich glaube, da wir hier mehr Möglichkeiten haben als in dem anderen Spiel, ist es vielleicht doch gar nicht so mies, wenn man sich da erstmal eingelebt hat. Naja.
Man kann ja sowas machen. Das wird sicher gegen Ende nur Kacke. Warum denkt man sich das aus? Was träumt der Kerl überhaupt? Der soll da träumen mal lieber denen lassen, die es können. So, dann ziehen wir die 8 wieder runter. So. Nee. Zack. Ziehen die 9 rüber. Ziehen die 10 hoch und rüber. Ziehen die 11 rüber. Und jetzt wird's kacke. Nee. 13. Neun, zehn, elf. Ja, gut. So, jetzt haben wir hier 9, 10, 11, 12. 13. So, da muss noch was vertauscht werden. 13, 14. Die 15 muss so dahin. Aber jetzt ist hier wieder alles durcheinander und das ist kacke. Lös mal. Was Ziele? 3. Mir fehlt auch nur noch 1. Ja, das ist schön, aber kann ich das nicht lösen lassen? Wenn ich so keinen Bock mehr habe, selber rumzuprobieren. Bah. Das geht wahrscheinlich auch nicht, ohne wieder die anderen da oben alle zu verbubbeln. Ich wollte doch jetzt nur noch entspannt ein Ründchen, irgendwie was Kleines, Niedliches zocken. Wisst ihr was? Lang genug für eine eigene Folge ist die Folge. Das Spiel, wie gesagt, das catcht mich nicht. Und vor allem nicht jetzt, nach so viel Aufnahme. Ich glaube, ich lasse das mit dem Aufnehmen für heute. Aber wie gesagt, das Spiel ist auch, es ist merkwürdig. Ich muss auch nicht alles spielen. Ich gehe mal hier Hauptmenü. Hier steht nicht mehr, wie das Spiel heißt. Mitwirkende. Steht es dabei? Nö, auch nicht. Das Spiel hat einfach keinen Namen. Ich gehe mal eben raus aus dem Spiel und drücke auf Ende. Ja, ich möchte es ganz wirklich beenden. Es wird mir unheimlich schwer fallen. Ich werde es gerade so überleben. Es heißt Trauma. Es heißt einfach Trauma. Okay, ja, das ist in Ordnung. Das war für mich auch ein kleines Trauma. Ist von Rondomedia, kann man sich holen, wenn man das mag. Wir haben es gerade mal angetestet. Mehr sollte Minigames ja auch meistens nicht sein, aber ganz oft habe ich es ja trotzdem noch weitergedingst. Egal. Wir haben heute 8 GB durchgespielt quasi. Also ich lösche gerade 8 GB, die da auf Platte waren. Ich mache ja immer leer, ne? Also alles, was wir durchgespielt haben oder was ich nicht so prickelnd finde, dass wir es nochmal spielen wollen, das tue ich ja wieder runter. Wenn ich mit der Festplatte soweit durch bin, wo ich all möglichen Kram drauf gespeichert habe, dann werde ich wohl nochmal meinen alten Rechner hochfahren, um nochmal zu gucken, welche Spiele ich da drauf habe, die wir nochmal irgendwie bedingsen wollen. Alle, die ich noch nicht angefangen habe, die werde ich dann auf jeden Fall mir nochmal vormerken, dass ich die irgendwie nochmal installiere auf dem neuen Rechner, wenn das geht. Wenn das geht. Manche stehen ja auch gar nicht unbedingt im Regal, sondern waren auf irgendwelchen Computerbildspiele-Dingern und ich suche nicht alles nochmal durch. Vielleicht spiele ich dann eben auch nochmal am alten Rechner.
alles, was nicht Full HD ist, geht da ja auch mit der Aufnahme. Alles, was Full HD ist, hakelt ein bisschen. Wissen wir ja noch bei den ersten Warcraft und so, ne? Nun ja, ist jetzt aber auch egal. Ich sag mal, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns gerne in einem anderen Video wieder, aber nicht nur heute. Und bis dahin, tödödödö.